Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe gefühlt schon ewig kein Video mehr gemacht. Das ist aber nur teilweise richtig. Ich glaube, naja, eine halbe Woche oder sowas. Es kommt mir vor wie 3 Wochen. Wir wollen heute einen Vlog drehen. Jetzt eigentlich schon wir. Ich drehe heute einen Vlog. Ich möchte die Kamera mitnehmen. Es passiert jetzt erstmal am Vormittag nicht so viel. Also ich habe gleich einen Termin, aber Tim fährt zur alten Wohnung und räumt den Dachboden aus währenddessen. Und dann gucken wir mal, was da alles so noch zum Vorschein kommt. Und ja, was wir dann heute Nachmittag noch machen. Wir wollen auf jeden Fall später dann noch die Geschenke für Karl verpacken. Er hat ja nächste Woche Geburtstag. Ich freue mich schon mega aufs Dekorieren und alles. Da wird es auch ein extra Video zu geben. Also da werde ich dann, wenn ich dekoriere, die Kamera aufstellen. Und dann, ja, könnt ihr, ich habe ja die Deko schon gezeigt, da könnt ihr sehen, wie ich das dann mir vorgestellt habe, dann damit umzusetzen. Geschenke verpacken werde und ja, was er bekommt, habe ich euch alles schon mal gezeigt. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen hier, die ich nicht gezeigt hatte, beziehungsweise nur erwähnt. Ich hole das gleich alles mal her, aber als erstes muss ich mich für ein Geschenkpapier entscheiden und ich glaube, das wird schon schwierig. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich Kindergeschenkpapier da, glaube ich, aber ich denke mal, dass da ein Dreijähriger noch nicht so drauf achtet, wie das verpackt ist. Ich meine, er freut sich, wenn es verpackt ist und er es auspacken kann. Aber ob das jetzt Kindergeschenkpapier ist oder einfach nur mit Pflanzen oder weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ihm ziemlich egal. Und ich mache das grün, also zur Deko passend und dann ist das gut. Ja, die Auswahl an Grün ist sehr gering. Ich habe einmal das hier, das finde ich ziemlich schön. Das passt auch zu der Deko von der Pflanze her, was da drauf ist. Und das andere Grüne ist Weihnachtspapier, also hat sich das schon mal erledigt. So, und dann müssen wir jetzt noch wegen Geschenkband gucken. Da habe ich ehrlich gesagt nicht allzu viel. Da hoffe ich, dass ich überhaupt was finde. Hier wäre noch ein grüner Beutel. Das wäre natürlich auch noch was. Da können wir auch noch eine Sache reintun. Das ist auch ziemlich cool. Das Gold wäre auch cool. Weil in dem Geschenkpapier sind ja auch so goldene Akzente. Aber ich glaube, das wird nicht reichen. Obwohl, ich könnte es mal probieren. Ich lege erstmal das alles raus. Ich habe hier noch was. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Das habe ich erst vor kurzem gekauft. Das ist ein Candy Donut. Ich fand den so süß. Und ja, ich dachte, er findet den auch cool. Den habe ich noch gekauft. Und jetzt muss ich als erstes mal auf die Supra ein Kennzeichen kleben. Die muss ich irgendwie aufkriegen. Also hinten muss es auf jeden Fall so ein kleines Kennzeichen werden, also das zweite von oben. Das ganze Prozedere habe ich übrigens schon mal gemacht
Und zwar habe ich Tim, als er sein GT86 verkauft hat, ein Modell, also genau das Modell, was er halt hatte, gekauft, damit er nicht so traurig ist. Kann ich euch auch zeigen, steht da oben. Und zwar das hier. Und da ist auch exakt das Kennzeichen, das sieht man jetzt wohl eher weniger, aber es ist exakt das Kennzeichen drauf, was halt er da gefahren ist. Genau. Und da musste ich auch schon so kleine Kennzeichen ausschneiden und hier rankleben. So. Müssen wir es nur noch richtig rum drauf kleben. Also gerade ist was anderes. Aber ich krieg das echt nicht besser hin. Hauptsache, das Ding an dem Kennzeichen gut ist. Ich habe das vor allem aus Versehen, oder Tim hat das aus Versehen mit Wunschkennzeichen bestellt. Eigentlich wollten wir das gar nicht. Und dann kam diese E-Mail, ja, sie müssen noch das Wunschkennzeichen angeben. Und wir so, ups. Dann haben wir das wohl mit Wunschkennzeichen bestellt. So. Und vorne gibt es keine Möglichkeit, hätte ich mir eigentlich auch denken können, gibt es keine Möglichkeit, ein Kennzeichen zu platzieren. Außer vielleicht, ich glaube, das sieht scheiße aus, oder? Wenn ich hier genau in die Mitte, ich muss mal eben googeln, ich kann nicht googeln, doch, ich kann mit dem iPad googeln. Ich muss mal eben googeln, wie man bei einer Supra das Kennzeichen anbringt. Aber ich dachte eher so an der Seite. Ach, das wird auch mittig angebracht. Also ich meine, das kann jeder machen, wie er will. Ja, eben, also das hier ist jetzt eher das, so wie ich es gedacht habe. Hier ist es in der Mitte, hier ist es in der Mitte unten. Hier ist es an der Seite. Ganz kleine Kennzeichen von hier oben nehmen, abschneiden und da in die Mitte kleben. Mal gucken, wie das aussieht. Das sieht irgendwie süß aus, oder? Okay, die Supra hat ein Kennzeichen. Gut. Jetzt können wir sie wieder original verpacken. Ich habe überlegt, ob ich das Schwein, ich muss erstmal das Schild abschneiden, ob ich das Schwein dann hier reinpacke in den Beutel. Ich glaube, das ist ganz cool. Mache ich das oder mache ich das nicht? Es ist eigentlich zu süß. Ich muss noch das Ohr rein. Das arme Tier, ey. Aber es ist, also, ich glaube, Karl findet das lustig. Vor allem, wenn er das sieht, ob er das dann gleich checkt, um was es geht. Ich verpacke jetzt als erstes mal die Supra und dann, dann wahrscheinlich das Playmobil. Ich verpacke es immer so, dass ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Auch gut. Da kommt jetzt erstmal kein Geschenkband drum. Müssen wir gleich mal gucken. Müssen wir ja mal das restliche Papier verwerten. Okay, das ist das Geschenk von Flips Mama und das sind jetzt noch die Geschenke, die ich verpackt habe. Und ich werde das jetzt alles mal in den Karton räumen.
ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das letzte verlinke ich mir mal unten drunter. Da gibt es eine Alltagsputzroutine. Also ich habe mal über den Tag so die Kamera mitgenommen, an einem normalen Arbeitstag, wie ich da halt ja, den Haushalt gemacht habe, was ich da so gemacht habe. Schaut gerne vorbei, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und ja, dann bis zum nächsten Video.